Wo könnte der Schrein nur sein? Wieso habe ich ihn bisher übersehen? So viele Fragen. Aber diesen Krog, den ich mir nicht hole. Weil dazu müsste ich zwischenlanden. Und Arme ausgerissen. Sadar-Schrein. Na denn? Rein da! Der 14. Schrein in dieser Aufnahme, die jetzt gleich 4 Stunden geht, aber nicht wirklich, weil... Na egal. So, was ist es? Kein Kampf, oder? Nö. Ich darf mit Feuer spielen. Willkommen, Pilger, mein Name ist Sadarsh. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ich mag Feuer. Mach mal Feuer. Oh, schade. Kann ich mit dem Krogfächer? Ah. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so, wie ich gedacht hatte, aber geht auch. Hitze burning. Hä? Oh, hi. Lass mich kurz überlegen. Finde ich nett, ich brauchte ein neues Schwert. Okay. Ich frage mich immer, ob ich den Kram irgendwie abgerissen kriege. Oder ob ich den Pfeil benutzen muss. Auf jeden Fall kommt es mir gerade deutlich interessanter vor, den Pfeil zu benutzen, weil, boah, ey, wie nervig. Hey, ich stehe nicht in Flammen. Naja, solange ich am Dienstag pünktlich zur Pressevorführung von The Rise of Skywalker komme, ist alles Banane. Okay, jetzt kommen wir langsam in ein Gebiet, wo ich faul werde. Ich sollte vielleicht mal wieder einen anderen Schild auswählen. Kiste. And it is. Königsbogen brauche ich nicht. Schalter. Nein, ich weiß nicht, was es mir bringt, dieses letzte bisschen Laub hier anzuzünden, aber ich will es trotzdem. Weil ich es kann. Gut, alles aufgeräumt. So ist brav. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, will Göttin Hylia dir beistehen. Yay, 14 Stück. Es läuft.
Jetzt muss ich nur mal zu dem nahe Arcana zurückrennen, weil den habe ich bisher ignoriert. Das ist einer mit so einer scheiß Kugel. Das weiß ich zufällig. Ja, nimm mal den Stall direkt. Das heißt, ich muss irgendwie die Kugel darüber kriegen. Jetzt ist die Frage, bringe ich die ganzen Viecher vorher oder nachher um? Ich könnte wetten, wenn ich versuche, die jetzt umzubringen, kommt währenddessen ein Blutmond. Weil das ist immer so. Ja. Weiß ich nicht, ne? Der Steinkreis da unten ist auch interessant, den gehe ich mir mal angucken. Dann so ein Wächter. Was ganz gut sein kann, weil sie sind überall Wächter. Jetzt haben wir auch mal diesen totalen nahen Pop-In. Das wird ja langsam hier zu Pokémon Schwert und Schild. Der Baum hat übrigens auch teilweise keine höher aufgelöste. Textur. Okay, du bist doch garantiert eine Falle. Wolfi kann erst in einer Stunde wieder. Ich frage mich immer wieder, ist Meister Koga nicht schnuckelig mit seinem pummeligen Bäuchlein? Eine Wampe hat er. Wampe? Reicht es nicht, dass du ihn ins Verderben gestürzt hast? Musst du auch noch sein Andenken beschmutzen? Meister, ich räche euch. Ah, whatever. Wo hast du deine Brüste versteckt? Könnt ihr mal die anderen vorbeischicken? Die mit den Windsäbeln? Ich meine, ich mag die auch nicht, aber den kann ich wenigstens was anfangen. Okay, das ist einfach nur hier, um schön auszusehen, verstehe. Ja, whatever. Also, da unten ist eine Plattform, auf die eine Kugel muss, die wir da finden werden. Mit anderen Worten, Golf. Ja! Ich meine, klar, man kann die auch im Kreis rumtragen, aber sind wir bescheuert? Nee. Nee. Die wird am besten von dem Arm da, da der gerade so, ne? Wird er am besten direkt darüber gefeuert und dann bin ich im Prinzip schon auf gerader Landlinie, muss nur noch einlochen. Die Schwierigkeit dabei sind die ganzen Vollhonks, die hier überall rumstehen. Mehr oder weniger honkig. Ja! Und natürlich, weil ich so super Gefühl für Timing habe, muss es jetzt auch noch Nacht werden. Das heißt, die scheiß Skelette werden auch noch überall aus dem Boden kommen. Warum? Ich schwimme mal langsam, vielleicht wird es dann wieder hell. Muss ich gerade ans Bootshaus in Hogwarts denken.
Ja, da unten die Anlegestelle, dann geht die Treppe nach oben zum Schloss und alles ist irgendwie kaputt und gerade nicht da. Okay, normaler Mond. Na, immerhin. Natürlich geht die Magie meines Masterschwerts gleich zu Neiger. Warum auch nicht? Na komm rüber, du Drecksvieh. Ich weiß doch ganz genau, du willst das. Hier ist keine Kiste, kein Krog, kein gar nichts, ich dachte. Sah so markant aus. Okay, Murder Time. Wir ignorieren das Viech da oben einfach mal. Diese uralte Kugel zeigt den Weg zur Heldenprüfung auf dem Marcuse-Halbinsel. Ja, whatever. Der Winkel war ein bisschen zu schmal. Sag mal, shit. Aber damit kann ich arbeiten. Ich wusste gar nicht, dass er das kann. Macht die Sache ja um einiges einfacher. Wenn ich das mal anmerken darf, das geht erstaunlich problemlos gerade. Weil ich mit Ubosas Sturm, Zorn einfach mal alle umlege, die mir im Weg sein könnten. Und natürlich der Drehangriff, den darf man nicht vergessen. Also das hier ist schneller, dann... Naja, das Großschwert ist gleich im Eimer, ist mir aber relativ wumpe, wir sind nämlich schon am Ziel. Das war jetzt irgendwie einfach. Vielleicht werde ich einfach nur besser. Wurde ja auch mal Zeit. Also ich habe die Wasserrüstung nur angezogen, damit ich nicht so schnell absaufe. Dann kann ich damit Ball spielen. Ich will nicht wissen, wie lange das sonst gedauert hätte. Rita Sumo. Ja. 2-1 Risiko.
Naja, richtig. Ich breche mal versehentlich die Sequenz ab. Aber egal, sagt ja eh immer das Gleiche, ne? Antiker Riesenkern, cool. Cool, cool, cool. So, warte, ich kleide mich nur noch kurz wieder heroischer ein. Ich meine, ja, hat auch seine gewisse Heroenwirkung, aber... Ich bin lieber ein Cape. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge Göttin Hylia dir beistehen. Der ein oder andere wird sich gefragt haben, wenn ich unbedingt die schwarze Rüstung will, warum färbe ich die, die ich habe, nicht einfach? Ich muss sagen, hast du recht. Kurzer Abstecher, bevor es auf den Todesberg geht. Hey, die Fischschreine im Krogwald, da habe ich gerade so überhaupt keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwas sagt mir nein. 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 Ich habe keine guten Erinnerungen daran. Sowohl inhaltlich als auch gefühlsmäßig. Hey Pappnase, bist du wach? Hereinspaziert! Willkommen bei Tornado, dem berühmten Färberei von Athena. Bunte Kleider für bunte Kunden. Hey. Komm schon, für läppische 20 Rubine. Alle Gebühren mitgerechnet. Färben oder einfärben wir deine Kleider. Ja, dann färbe mal. Gut, dann warte kurz da oben. Schön? Ja, ja. Oh, ich könnte doch einfach White Knight sein. Oder Dark Blue. Was habe ich denn aktuell? Ich glaube, ich habe aktuell Dark Blue, kann das sein? Das hat auch was für sich. Das hier wiederum sieht irgendwie seltsam aus. Das ist das gleiche in umgekehrt. Das hier hat so einen Fully Porba Touch. Hm. Hm. Braun ist eigentlich auch ganz nett. Aber wir nehmen jetzt mal Batman with the Dark Knight. 5 Materialien, Alter. Warum so viel? Da haben wir uns selbst übertroffen. Diese Farbe passt wunderbar zu deinem bunten Wesen. Schwarz. Wenn du noch einen Mann färben möchtest, wende dich an mich. Gut. Nun der schwarze Ritter. Unterwegs zu neuen Abenteuern. Und muss erstmal sein klumpiges Rot anziehen, bevor er weitermachen kann. Warum? Ich hasse diese Rüstung. Ich hasse sie einfach nur. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind jetzt einfach mal fancy. Müsste eigentlich von hier aus ganz gut zu erreichen sein, ne?
Dann muss ich eventuell nur noch den Holzbogen ablegen, wenn der aus Holz ist. Aber das sollte kein Problem sein, ne? Denke ich.